Moin Leute, lang ist's her, frohes Neues an dieser Stelle. Ich war euch jetzt endlich mal ein Update-Video mal wieder schuldig. Ja, ist viel passiert, videotechnisch leider nicht. Alles nicht so, wie ich mir das, ja, das letzte halbe Jahr eigentlich vorgestellt habe. Ja, es ging ja so mehr oder minder fast schon, ja, so ab August im Spätsommer los, dass nicht so die Kontinuität da war, wie eigentlich sonst gewohnt. Wir haben natürlich noch das letzte größere Projekt Asche, Mond und Sterne fertiggestellt. Und schneiden Sie sich an. Hoffe, ihr habt's gefeiert. Stop it. Geh zum Herrn. Ja, aber dann, ja, dann kamen noch ein, zwei Sachen. Ein Drumcover von dem neuen Nickelback-Song. Mittlerweile ist das Album draußen. Six and a half hours later. Und noch das Behind-the-Scenes-Video von Asche, Mond und Sterne. Aber danach war halt Schluss. Warum? Weshalb? Wieso? Ich würde sagen, im August, habe ich ja gerade schon angekündigt, war so langsam der Wurm drin. Ich hatte kurz vor meinem Urlaub Ende August noch ein Auto gekauft, ein neues. Das werden wir auch auf dem Autokanal einmal nächstes. Ne, wir haben ja schon 2023. Wir werden es schon dieses Jahr dann irgendwann vorstellen. Und danach hatte ich einen allergischen Schock, auch mit kurzem Krankenhausaufenthalt. Und danach sind wir direkt nach Ameland gefahren. Und das eigentlich mehr oder minder auf Krampf. Eigentlich wollte ich auch da irgendwie mal so, ja, nicht daily, aber zumindest ein paar Vlogs oder so machen. Irgendwas Lustiges am Strand oder so. Ich wollte noch ein Musikvideo dort abfilmen. Es hat alles leider überhaupt nicht so geklappt, schon ab dem Zeitpunkt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, und danach musste ich halt auch erstmal wieder Piano machen, ne? Wieder in den Job reinfinden, ins Training reinfinden. Und diese Geschichte hat sich dann nochmal wiederholt. Die ein, zwei Videos kamen ja dann. Aber im November hatte ich 2 Wochen Magen-Darm, da war auch nichts mit mir los. Da war dann auch Job erste Priorität letzten Endes. Auch dann wollte ich wieder zurück in Sport und ja, im Dezember, kurz nach der Weihnachtsfeier, habe ich diese heftige Influencer-Grippe bekommen und bin dann leider, das ist jetzt zum heutigen Standpunkt, wo ich das Video aufnehme, es ist jetzt so knappe 3, 3,5 Wochen her. Ja, bin recht bescheiden in diese ganzen Weihnachtstage gestartet, weil ich bin dreimal unten im Badezimmer zusammengeklappt. Hab mir schwere, also was heißt schwere, aber ich hatte Platzwunden, einen tiefen Cut hier an der Augenbraue, Gehirnerschütterung, all so ein Scheiß. Und dann lag man da erstmal 4 Tage im Krankenhaus, weil die nicht wussten, wieso, weshalb. Möchte ich jetzt aber auch gar nicht weiter ausführen. Jedem ist klar, glaube ich, dass man sich, ja, das war 3-mal Blackout innerhalb von 1/2 Stunde an diesem Montagmorgen. Jeder kann sich, glaube ich, denken, dass man sich davon erstmal irgendwo erholen muss, dass man dann auch wieder in den Job reinkommen möchte und so weiter. Und dass die Videos dann einfach an letzter Stelle stehen. What? Nichtsdestotrotz ist schon einiges fertig, worum ich mich eigentlich letztes Jahr gekümmert habe. Aber ja, ich hätte gerne ein Recap für euch gemacht zu Silvester oder so. Aber das hat, wie gesagt, muss ich mich jetzt auch nicht weiter wiederholen. Es hat einfach alles nicht so geklappt, wie ich wollte. Deshalb greifen wir dieses Jahr mal wieder zusammen an. Ein Song ist bereits fertig, auch fertig gemastert mit dem Alex zusammen. Da wird es ein schönes Video zu geben, wow, was wir noch planen. Und ja, ich bin an was Zweitem dran. Ein Remake von einem ganz alten Song von mir, wo ich alles nochmal neu lernen musste und neu produzieren musste. Auch, glaube ich, ein nettes Projekt, was das wird. Es wird ein paar Fun-Projekte geben, die ich mir so vorstelle. Und ja, nichtsdestotrotz kann ich trotzdem auf ein cooles Jahr 2022 zurückblicken, denke ich. Weil auch wenn jetzt nicht so mörder viele Videos kamen, habe
ich mich, wie ich finde, trotzdem sehr wieder in meiner Qualität, was den Sound und das Ganze betrifft, weiter stark verbessert. Auch was das Spielerische betrifft. Ich glaube, das kann man so jedes Jahr ein bisschen an den ganzen, also spielerisch, das Schlagzeug bezogen natürlich. Ich glaube, das kann man jedes Jahr ein bisschen mehr sehen, wie ich hoffe. Ich gebe mir Mühe weiterhin. Natürlich ist nichts perfekt und weiterhin mehr Spaß als Profi, aber ich habe Bock, das zu teilen. Ihr guckt das an und gut. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, ich weiß, wir sind hier nicht ultra viele Leute, aber falls ihr irgendwelche Ideen habt, ihr irgendein Cover von irgendwas sehen wollt, haut das doch mal unten in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen, ich lese alles. Und ja, mal gucken, vielleicht wird ein Song draus, vielleicht wird ein cooles Video draus, ja. Okay. Das war ein ganz kurzes Update. Wir reißen es dann in 2023, würde ich sagen. Ich wünsche euch was. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ja, haut doch mal unten den Abonnieren-Button an. Am besten mit der Glocke, dann verpasst ihr auch überhaupt kein Video mehr. Auch wenn hier nicht ultra viele kommen. Aber dann verpasst ihr wirklich nichts mehr. Ich würde mich freuen und ja, das war's. Viele Grüße und ja, ich weiß es nicht. Eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Ich weiß nicht, wann ihr euch die Scheiße reinzieht. Haut rein. Peace.